Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid mit Madame Linda Howard. Letztes Mal frisch angefangen und ich habe so eine Idee, was wir machen können oder was noch ganz lustig wäre. Ich habe mir gedacht, ich habe mal auf die Karte geguckt. Es gibt so eine Hütte an einem See. Wäre es nicht irgendwie cool, wenn wir uns dahin zurückziehen würden und versuchen da einfach mal so ein bisschen zu überleben ohne irgendwelche Sachen? Also mal gucken mit hier dann Nahrungssuche und Fischen und sowas und dem Crafting aus dem Wald. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Und suchen wir uns noch ein paar Sachen zusammen und so weiter. Und warte mal, jetzt als erstes, ich klatsche mir die mal da drauf und koche die mal. Die hatten wir letztes Mal gezaubert. Und ich glaube, das ist wirklich eine coole Sache. Das können wir machen. Und ich halte jetzt einfach mal Ausschau nach ein paar Büchern, die uns da irgendwie helfen könnten. Ich weiß noch... Also ich habe keine Ahnung, wie das abläuft und wie wir das machen wollen. Landwirtschaft könnten wir dann auch machen, aber wir haben, ja gut, wir brauchen da auch wieder ein paar Sachen für. Diese Schippe zum Beispiel, die kann man sich, glaube ich, nicht aus den Sachen aus dem Wald zusammenbasteln. Es hat sich, glaube ich, gerade sowieso schon erledigt. Wir sind gekratzt. Yay. Wir desinfizieren. Oh Mann, aber es blutet nicht. Dann ist es okay. So. Das sollte auszuhalten sein. Die verbrennt gerade, das ist nicht so schön. Wir haben Schmerzen, das ist auch nicht so schön, aber wir haben, glaube ich, keine Schmerztabletten. Schlaftabletten haben wir. Ja. Das Hammer bringt uns aber nichts. So, ich packe die Gemüsesuppe mal nach vorne. Das Feuerzeug wäre uns, glaube ich, dann auch eine große Hilfe, wenn wir im Wald unterwegs sind. Deshalb nehmen wir das zweite am besten auch mit. Feuer immer gut. Denn ich glaube, mit Strom ist es da oben nicht so gut. Leichte Weh. Haben wir schon was gegessen? Ich glaube noch nicht, ne? Glaube noch nicht. Essen wir einfach jetzt hier die frischen Sachen. Die Schoki heben wir uns auf. Das Ei müssen wir, glaube ich, irgendwie kochen. Müsste eigentlich mit dem Topf gehen. Aber ich hätte ja, wie gesagt, noch gerne eine Pfanne. Das wäre noch ganz großartig. Aber jetzt hauen wir erstmal hier ab. Wir müssen immer in diese Richtung. Also ich habe mal so geguckt, wo wir uns hier eventuell befinden könnten. Und wir müssen in diese Richtung, aber hier scheinen jetzt gerade wenig Zombies zu sein. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal. Depressiv, am Boden zerstört? Wegen dem Essen. Wegen dem verdammten Essen. Weißt du, was da hilft? Da hilft eine Orangenlimonade. Und das Gute ist, wenn wir da oben an der Hütte sind, da gibt es Wasser im Überfluss. Also ich habe mal gelesen, ich habe da mal gelesen, man kann natürlich auch aus Wasserquellen trinken. Also auch aus Flüssen und so weiter und auch eben aus Seen. Jagen für Anfänger, das ist zum Beispiel so eine Sache, das wäre dann auch praktisch. Ebenso wie Fischen oder so, weißt du? Das wäre auch noch ganz cool.
Und ich glaube, das wird richtig spannend, wenn wir das machen. Dörrfleisch hält sich lange, das nehmen wir mit. Die können wir eigentlich gleich essen, die Kirschen auch. Schweinekotelett. Das ist ganz gut. Zum irgendwie zubereiten. Die Chips nehmen wir auch mit. Geschüttung. Chips, Dose mit Kartoffeln. Und eine Bratpfanne, sehr schön. Denn ich mochte, ja, ich mochte das Kochen mit Bratpfanne irgendwie lieber. Als mit dem Topf jetzt. Warte mal kurz. Der hat Gewichtsreduktion 70. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Aber naja, gut, dass wir hier drin sind, sag ich mal so. Müllsäcke bräuchten wir dann eigentlich nicht. Die könnten wir uns dann sparen, denn Wasser haben wir dann da genug. Da könnte dann halt nur wirklich die Nahrungsbeschaffung lustig werden. Das könnte echt, echt spannend werden. Ist da einer drin? Nein, nur eine Waschmaschine. Bleichmittel, Schlaftabletten. Immer her damit. Nee, aber ich war eben wirklich am Überlegen, wie machen wir das weiter? Wie könnten wir noch Sachen machen, die interessant sind? Und, weil ich dachte mir, okay, ist jetzt einfach so zur Mall latschen, ist ja irgendwie auch blöd. Meine, wir können ja vorher noch ein bisschen rumcraften und so weiter. Und, und ein bisschen fischen. Und ich denke, das ist, schon wieder Schlaftabletten. Brauchen wir jetzt nicht. Beta-Blocker reduziert deine... Alles mitgenommen. Und ich denke, im Wald ist das einfach am coolsten. Also das ist einfach richtig cool. Und wenn wir dann da schon so eine Hütte haben mit See... Ich meine, es ist realistisch. Also wenn ich sie wäre... würde ich sowas vielleicht machen. Würde ich sagen, komm hier, ich gehe einfach jetzt hier in den Wald... Da sind wenig Zombies. Da bin ich sicher. Und... Ja, warte mal, wir müssen erstmal die kurz hier. Und da bin ich sicher, da kann ich mein Leben so leben. Und vorher sack ich hier alle möglichen Sachen noch ein. Ein schnurloses Telefon zum Beispiel. Normaler Wanderrucksack. 9mm Patronen, das ist gut. Die können wir in die Flinte laden. Denn die Flinte brauchen wir dann, wenn wir wirklich Richtung Mall spazieren. Normaler Wanderrucksack 2070 und der Seesack hat weniger. Gut. Dann machen wir es so, wir packen das mal hier auf den Boden. Ach was, wir haben ja hier noch gar nichts drin. Gut. Wir haben noch gar nichts im Seesack drin, das ist natürlich schön. Dann können wir den ja gerade da reinpacken. Und das Ding sekundär ausrüsten. So, gut. Gut, gut. Und nun, das packen wir da wieder rein. Was macht unsere Gesundheit? Alles okay. Alles super. Gut. Irgendwo klopft wieder einer. Wahrscheinlich unten. Oder es sind die! Natürlich sind es die. Wer sonst? Jetzt wird ihr warm, wir müssen uns doch ausziehen. Ich wollte es nicht tun.
Ich wollte es nicht tun, aber das Spiel will es. Wir tun es. Komm. Aber warte mal. Hat der komische Rock eigentlich auch Temperatur? Ja. Schuhe auch. Das brauchen wir eigentlich nicht. Na komm. Weg damit. Wir hauen das Ding weg. Sieht man noch? Warum ist sie depressiv? Warte mal, da haben wir doch was. So, hier. Komm. Nein! Nein! Och. Nehmen. Tabletten einnehmen. So. Hä? Komm. Alles gut. Vielleicht noch mal ein paar mehr. Hä? Hä? Irgendwie... Irgendwie hilft das nicht so wirklich. Das ist schon besser. Unangenehm heiß, ja, warum? Warum? Wir haben schon alles ausgezogen, was wir ausziehen könnten. So, hier hatten wir auch alles durchgeguckt. Warte mal. Wir lesen mal ein Magazin. So. Sehr schön. Und das verschwindet dann. Ja, das verschwindet. Das Schweinekotelett haben wir noch. Das gute Schweinekotelett. Das müssen wir unbedingt noch zubereiten. Denn Kochen ist dann auch so eine Sache. Das brauchen wir dann auch, wenn wir... Oh oh, na toll. Wenn wir uns in der Wildnis super Gerichte zubereiten wollen. Den Kochtopf, ja, den sollten wir dann vielleicht sogar auch mitnehmen. Um aus irgendwelchen Pilzen irgendwelche Suppen zu machen oder so. Oder Beeren, keine Ahnung, was wir da finden. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Das kann ich wahrscheinlich, also das kann ich schon mal sagen. Es wird lustig. So, das nächste Haus. Sieht sicher aus. So, okay. Hat ein Jagen für nicht mehr Anfänger. Auch gut. Ach, 0,8 Gewicht, wir sind gleich überladen. Wir sind gleich hoffnungslos überladen. Können wir auch gleich was Leckeres zu essen machen. Bratwurst. Jetzt haben wir da. Dose mit Suppe, Dose mit gepökeltem Fleisch, aber das war's. Das war es. Gut. Was brauchen wir gerade nicht? Schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Was hat die offene Serie? Gut, wir haben ja noch Platz. Wir könnten es natürlich auch hier reinpacken. Pfeffer nehmen wir auch noch mit. Und, Ach, wird müde schon. Ich würde sagen, wir nehmen nicht zu viel mit, um das Ganze dann spannend zu halten. Wasser brauchen wir sowieso dann nicht. Und Nahrung... Ja, gut. Gucken wir dann da. Jetzt, die essen wir gerade mal
Fertig. Den Kochtopf packen wir dann. Warte mal. Wir nehmen erstmal die Pfanne. Den Kochtopf packen wir da rein. Denn wie gesagt, ich mag die Pfannengerichte irgendwie lieber. Aus Ei, das können wir dafür nehmen. Super. Dann können wir das Schweinekotelett verwenden. Das macht dann. Okay. Keine Langeweile und keine Unglücklichkeit. Nicht schlecht. Das können wir nochmal nehmen. Okay, jetzt nimmt es zu. Wir können es aber nochmal nehmen. So, jetzt Salz. Und Pfeffer. Okay, gut, das reduziert jetzt nicht so viel, aber immerhin. Dann packen wir das da drauf, weil schlafen wollen wir jetzt auch noch nicht. Nein, nein, nein. Schlafen muss nicht sein. Und vielleicht sollten wir dann einfach. Warte mal, kann ich das dann. Ich muss das dann direkt daraus essen, ne? Sonst hätte ich gesagt. Die Avocado nehmen wir auch noch mit. Zucchini nehmen wir mit. Kann man bestimmt auch da reinklatschen. Die essen wir gerade. Verdreckte Bandage, aber wir lassen das Ding trotzdem da drauf. Wir lassen es da drauf. Bling, bling. Werd schon fertig. Werd fertig, du Nahrung. Du kostbare Nahrung. Und ich denke, das wird wirklich cool, wenn wir da oben mitten in der Wildnis in so einer Hütte sind. Das wird richtig lustig werden. Eine Axt können wir uns da oben dann herstellen. Das müsste funktionieren. Hammer müsste eigentlich auch funktionieren. Was wir mitnehmen sollten, wären wahrscheinlich dann Nägel oder so. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Na komm. Nimm es. Jawohl. So. Das Ding wieder ausschalten. Sehr schön. Und dann können wir eigentlich hochgehen. Müssen wir ja auch noch. Oh. Auch noch gucken. Was hier oben noch los ist. Viel. Hier ist nix. Ich habe immer Angst, nicht schnell genug reagieren zu können. Nägel. So, okay, alles gut. Da haben wir nix. Hier ist doch mit Sicherheit einer drin. Nein. Verblüffend. Unterwäsche. Brauchen wir nicht. Linda braucht keine Unterwäsche. Och Mann. So, okay. Dann hier drüben noch. Haben wir auch nichts. Pinzette. Klebeverband. Kann man gebrauchen. Flasche mit Desinfektionsmittel. Lassen wir mal da. Wir lassen es mal da. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir pennen. 9 Stunden, oh Gott. Oh mein Jott. So, dann direkt davon ein Viertel ge. Ja, toll.
ein Viertel gegessen. Und jetzt ist da unten gleich Party, weil da jemand geschossen hat. Ja, natürlich. Natürlich, das können sie sich nicht entgehen lassen. Oh Mann. Und wir müssen irgendwie da lang. Na komm. Hallo. Hallo, ja, jetzt. Oder noch irgendwas? Nee, aber nicht. Gut, gut. So. Die sind nach da oben und in diesem Haus befindet sich nichts außer Zombies, die draußen an der Tür klopfen. Läuft die einfach an uns vorbei? Wir bewegen uns nicht, sie läuft an uns vorbei. Ich glaube, die andere wird das nicht tun. Ich bewege mich mal nicht. Die läuft auch an uns vorbei. Aber da kommt eine ganze Horde. Die sind immer sehr damit beschäftigt, an den Türen zu klopfen. Das ist für uns natürlich von Vorteil. Und verblüffend, wie so ein Schuss hier alles verändern kann, ne? Kurz umgedreht, da kommt eine. Nicht nur eine. Okay, ich habe aber beide erwischt. Oh Mann. Na gut, weiter. Ich versuche hier mal lang zu gehen. Okay. Ist doch alles gut. Da unten habe ich viele Bücher gesehen. Und auch noch eine schöne Garage. Wir gehen mal dahin. Yippie! So, warte mal. Da unten klopft einer. Das ist nicht gut. Was haben wir da? Das sieht doch gut aus. Geht sogar auf. Hat auch keine Alarmanlage. Hammer, Holzkohle, Hammer, Propange. Angelrute herstellen, Angelrute reparieren. Cool! Perfekt! Man muss das erst lernen. Okay. Meinetwegen. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Man muss die echt erst lernen, die Rezepte. Hier können wir jetzt noch nichts machen, ne? Wir können nur das Gras entfernen. Da unten, die lassen wir mal in Ruhe. Wir riskieren jetzt nichts. Wir gucken hier mal rein. Okay. Keine Alarmanlage, alles gut. Hallo. Und nur einer. Oder ich gucke mich erstmal um. Okay, ist keiner zu sehen. Chips, Chips. Jetzt haben wir da wieder keinen Platz. Das ist natürlich nicht so gut. Dann machen wir da weiter. Und wie gesagt, ich denke, an Nahrung haben wir genug dabei. Für das, was wir vorhaben. Aubergine ist immer gut, die kann man... So können wir eine neue Pfanne gleich draus zaubern. Dim, 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 dim. Ja, wie gesagt, wir wollen ja jetzt auch nicht da 5000 Jahre oben rumhängen. Und über... Ach, geil, 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 geil. Geil. Das müssen wir unbedingt lesen. Nee, wir wollen da keine 5000 Jahre rumhängen und überleben. Wäre schön, wenn wir es könnten. Könnten wir bestimmt auch, aber es wird dann irgendwann ziemlich langweilig werden, denke ich. Ziemlich sehr langweilig und, ja.
Deshalb haben wir das so ein bisschen verkürzt und da brauchen wir nicht so viel Nahrung. Denn die wollen wir uns ja auch dann oben eben selber besorgen und selber erwirtschaften. So. Schuh. Kochen für Anfänger, das lesen wir gleich. Natürlich. So. Stopp! Hallo? Jetzt. Jetzt. 9 mm, mein Gott. Mein Jott, wir können sie nicht mehr mitnehmen. Wir haben so viel Munition. Großer Wanderrucksack, wuhu! Das klingt gut. Wir schmeißen alles auf den Boden. Die CD ebenfalls, die Bluse auch, den normalen Wanderrucksack auch. Und dann packen wir alles aus dem Ding, was wir was wir auf dem Rücken tragen. Nein. Warte mal. Eine Pistole auch noch. Warte mal auf. So, Huch. Es wäre zu schön, wenn ich alles auswählen könnte. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was... Warte mal, geht das nicht irgendwie? Warte mal, ich mach mal kurz das... Ach, Mann! So, und jetzt hätte ich gerne... Hallo! So. Na, ist halt so. Auch egal. Zack, zack, zack. Boah, das ist schon eine Menge, ne? Das ist schon echt eine Menge. Oh, Mann. Aber was willst du machen? Gehört dazu. Auch mal Dinge zu verschieben aus dem Inventar. Auch wenn es lange dauert. Aber gleich haben wir es ja. So. Herüber damit. Den werden wir dann gleich ausrüsten. Da passt mehr rein. Und er hat bessere Gewichtsreduktion. Ich hätte... nee, hätte ich nicht. Schon gut. Alles gut. So, wenn ich dann kann ich nämlich hier auf alles nehmen drücken. So, jetzt erstmal den. Jetzt haben wir den natürlich da drin, das ist schlecht. Der soll nach dort. Scheiße. Das war der auf dem Rücken, dann den auf dem Rücken tragen. Den machen wir auf dem Boden. Das war der falsche. Oder? Hier nur los wieder. Och, Mann. So, der sekundär. Und der auf dem Boden. So. Jetzt haben wir das so. Dann hätte ich gerne... Och, Mann. Das alles wieder da drin. Ja, macht er auch. Sehr schön. Wunderbar. Zack, zack, zack. Perfekt. Dann können wir nämlich die Munition auch noch mitnehmen. Zack, 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 zack. Super.
So, die Munition war da irgendwo. Jetzt mal das erstmal wieder klein. Ne, die hatten wir schon mitgenommen. Und zwar hier, dann packen wir sie mal darüber. Das packen wir auch dahin. Das auch. Das auch. Passt nicht mehr. Passt nicht mehr. Buch passt auch nicht mehr. Egal. So, die rüsten wir kurz aus und laden sie nach. So. Okay. Wunderbar. Die wieder rüber. Dann hier das da primär ausgerüstet. Jawohl. Die Pistole wieder darüber. Sehr schön. So kann ich eigentlich. Gut, die könnte ich so essen. Aber ich glaube, wir essen unser Fleischpfannengericht. Ein Viertel. Und dann fangen wir an zu lesen. Das Kochen für Anfänger. Lalalala. Lesen, lesen, lesen. Ja, wir lesen und lesen. Das ist nämlich echt super. Dann hätten wir da nämlich schon mal Bonus auf Kochen. Da klopft jemand und ist irgendjemand reingekommen? Oh nein. Und ich bin aufs Fischen gespannt und aufs Jagen. Mal gucken, wie wir da diese Fallen herstellen können und so weiter. Das funktioniert ja alles hier irgendwie. Steinhammer, bla bla bla, das gucken wir uns dann alles an. Ich darf jetzt hier nicht C drücken. So, wir lesen noch bis. Machen wir 9:30. Obwohl, machen wir 10:50. Ist okay. Oder machen wir. Nein, 10:50. 10 Uhr meine ich. So, gut. Lesen, abbrechen. So, okay. Hier einmal das Wasser neu. Und dann würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Vorhänge zu. Hallo? Hallo, hör auf. Hey, schlafen. Jawohl. So, dann stehen wir nämlich nicht allzu spät auf. Das ist eine perfekte Uhrzeit. Das ist noch sehr schön haltbar. Kann man essen. Haben wir wohl genährt. Perfekt. Der Rest. Dörrfleisch hält sich ja sowieso ewig. Das ist auch noch frisch. Brokkoli ebenfalls. Aubergine und Avocado auch. Ich gucke nur jetzt mal so zwischenzeitlich mir die Dinger an, um vielleicht rauszufinden, was die denn für eine super Haltbarkeit haben. Wie lange und so weiter. So, Wasser brauchen wir nicht. Okay. Und hier oben hatten wir eigentlich alles. Dann können wir weiterziehen, oder? Warte mal. Ja, doch, hier waren wir. Lalalala. 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 Hinaus! In die Welt. Hinaus in die zombiefreie Welt? Nein, natürlich nicht. So, ich hoffe jetzt mal die ganze Zeit, dass ich irgendwas finde, woran ich mich erinnere auf der Karte, die ich gesehen habe. Aber ich glaube, wir müssen echt einfach nur nach oben. So. Keine Alarmanlage, sehr schön.
Ach du Scheiße, so viel Zeug. So viel Zeug und ein Milchpaket. Und lecker Weißwein. Schinken. Ach, so viele frische, tolle Sachen. Wir können nichts mehr mitnehmen. Doch, eine Karotte können wir noch mitnehmen. Okay. Nicht gut. Messer geht noch. Kann ich die so töten, ohne dass er es mitbekommt? Natürlich nicht. So. Ach, süßen Schulranzen. So, jagen für nicht mehr Anfänger. Haben wir? Landwirte. 9mm aber Drohnen. Tischlern für Experten. Toll. Ja gut, was war da? Was? Keiner? Holzkleber? Brauchen wir nicht. Das lasse ich zu. Da klopft jemand. Was haben wir da? Landwirtschaft für Anfänger haben wir. Oh Mann. Wir hatten... Also ich weiß, wir hatten irgendwo ein Fischereibuch gehabt, aber ja. Leider zu spät. Großer Wanderrucksack. Das ist gut. Dann können wir den tauschen. Beta-Blocker. Beta-Blocker nehmen wir mit. Passen nicht mehr. Oh, gut, dann lassen wir sie. Dann lassen wir es eben so. Den packen wir auf den Boden. Das machen wir darüber. Das machen wir rüber. Das machen wir rüber. Und das auch. Und dann machen wir den sekundär. Und den normalen packen wir hier rüber. Und das machen wir dann einfach da rein. Sehr schön. Und so können wir eigentlich auch noch echt viele Sachen mitnehmen. Also wir haben noch Platz. Die packe ich auch mal darüber. Dann haben wir die auf einer Stelle. Klopf, klopf, klopf. Wo klopft's hier? Etwa hier unten. Kisten. Kisten mit Schrotpatronen. Ganz vielen Schrotpatronen. Und Nägel. Zelthering wäre auch interessant. Könnten wir uns ein Zelt bauen. Aber warte mal, ich nehme erstmal die Schrotpatronen mit. Ich meine, wir haben zwar keine Schrotflinte, aber... Irgendwann werden wir es ja brauchen. Und dann ist es gut, wenn wir es haben. Nee, mit Zeltherien kann man sich so ein Zelt... Aber gut, wir haben ja oben... Wir haben ja eine Hütte. Ich meine, dann... Dann müssen wir uns jetzt kein Zelt mehr basteln. So, da drin sind sie. Da ist er auch. Das finde ich nicht nett. So, was macht... was macht das Messer? Gleich kaputt. Okay. Immer weiter nach da. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir haben schon wieder fast 40 Minuten. Ich muss gleich Folgenpause machen. Es ist furchtbar mit diesem Spiel. Wenn man sich so Sachen in den Kopf gesetzt hat und die unbedingt machen will, dann geht hier die Zeit wie im Flug. Butter.
gerade gelesen, Brechmittel. Dose mit Pilzsuppe. Mein Gott, so viele tolle Sachen. Fischen für Experten brauchen wir nicht. Noch nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Klebstrahl. So. Schmerzpillen, das ist doch schon mal was Gutes. Klebverband ist eigentlich auch nicht schlecht. So. Kochen für Fortgeschrittene, das ist auch nicht schlecht. Wir müssen es halt nur mal lesen. Wir müssten echt mal die Bücher auch lesen. Da mal nichts. Da haben wir eine Hose. Was haben wir da? Baseballschläger, Schuhe, eine Menge. Brauchen wir nicht. Zahnpasta aber auch kein Mensch. Alles überbewertet. Da, Badetuch, Beta-Blocker, brauchen wir auch nicht. Da bekommen wir Hunger. Dann essen wir das doch mal alles. Und, oh, wir haben viel hier, wir haben echt viel. Aber, ja, wir lesen in der nächsten Folge das Buch hier durch. Und dann machen wir uns noch ein lecker Pfannengericht. Und ich schaue nochmal auf der Karte, wo ich genau bin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!